Hallo, liebe Abenteurer. Willkommen zu einer verblüffenden Expedition rund um den Globus. Wir werden Orte und Städte besuchen, die so surreal sind, dass man sich fragt, ob die Matrix nicht einen Fehler gemacht hat. Oder zumindest werden sie euch dazu bringen, sie zu googeln, um zu sehen, ob die Bilder nicht von einer KI generiert wurden. Diesen ersten Ort wird sie direkt in das Reich eines psychedelischen Sci-Fi-Films versetzen. Waren Sie schon einmal an einem Ort, an dem der Boden als größter Spiegel der Welt dienen könnte? Hier haben Sie das Gefühl, in einer pixelartigen Traumlandschaft zu schweben. Obwohl eine KI etwas Ähnliches hervorbringen könnte, befindet sich dieser Ort in Bolivien. Er heißt die Salar de Uyuni Salzebene. Die Salzebenen sind die größte Salzwanne der Welt und erstrecken sich über mehr als 10.000 Quadratkilometer. Können Sie das glauben? Wenn es ein sonniger Tag ist, werden Sie dieses surreale Phänomen beobachten können. Der Himmel spiegelt sich direkt am Boden unter Ihnen. Und keine Sorge, es ist alles wissenschaftlich. Die Salzebenen sind das Resultat von 40.000 Jahren Wasserverdunstung aus lokalen Seen. Die Überreste bilden kleine Krater, die mit salzigem Wasser gefüllt sind. Wenn Sie die Gelegenheit haben, bleiben Sie, bis die Sterne erscheinen. Es ist ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Laut der Weltgesundheitsorganisation werden in 35 Jahren mehr als 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Doch wie werden Städte in 35 Jahren aussehen? Ich habe eine KI gefragt, wie sie sich die Städte der nahen Zukunft vorstellt. Und das habe ich bekommen. Die Stadtlandschaft nimmt eine faszinierende Mischung aus Innovation, Nachhaltigkeit und künstlerischer Pracht an. Stellen Sie sich imposante Wolkenkratzer vor, deren Fassaden sich in digitale Leinwände verwandeln. Auf den Straßen sind überall Elektrofahrzeuge zu sehen. Üppige begrünte Dächer dominieren die Gebäude. Holographische Werbung flackert und tanzt über den Ladengeschäften. Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil des Alltagslebens. Es hört sich für mich so an, als hätte diese KI einige Episoden von Die Jetsons gesehen, oder? Bis heute haben wir nichts Vergleichbares. Wir haben jedoch Orte wie Tokio in Japan, das in einem Ranking von 2018 als technologisch fortschrittlichste Stadt bewertet wurde. Vergessen Sie die klassischen japanischen Hightech-Toiletten. Wir sprechen von einer Stadt, die selbstfahrende Fahrzeuge testet. Wenn Sie in den Bezirk Akihabara in Tokio gehen, werden Sie sich wahrscheinlich wie eine Figur aus Blade Runner fühlen. Sie werden nicht nur die neuesten technologischen Errungenschaften in Ihren Geschäften finden, sondern auch das Gefühl haben, in die nahe Zukunft gereist zu sein. Oh, und wo wir von Japan sprechen, schauen Sie sich dieses Bild genau an. Wenn Sie raten müssten, wie eine KI auf die Idee hierfür gekommen ist, was würden Sie sagen, war der ursprüngliche Prompt? Ich würde sagen, es war etwas in der Richtung, die Ankunft trifft auf Chihiros Reise. So sehr dieses Bild auch fabriziert aussieht, dieser Ort existiert tatsächlich in der Realität. Diese Statue befindet sich in der Stadt Sendai in Japan. Sie ist die fünftgrößte Statue der Welt und stolze 100 Meter hoch. Sie ist anscheinend von überall in der Stadt sichtbar. Wie gut sind Menschen darin, Dinge auf dem Wasser zu bauen? Ich würde sagen, wir sind ziemlich gut. Als Meisterbauer und Innovatoren haben wir mit dem Bauen in vielen verschiedenen Geländen experimentiert. Da unser Planet zu 70% aus Wasser besteht, warum sollten wir das nicht zu unserem Vorteil nutzen? Aber kannst du glauben, dass wir das gebaut haben? Diese Schönheit hat nur 2 Jahre Bauzeit benötigt. Und? Nein, ich mache nur Spaß. Das ist nicht real. Noch nicht zumindest. Das haben wir allerdings gebaut. Dieses dänische Unternehmen heißt Urban Rigger und ist im Grunde eine Studentenstadt auf dem Wasser. Das Projekt wurde 2018 von weltweit renommierten Architekten entworfen. Und es bietet alles. Container als Gebäude, einen zentralen Innenhof für soziale Veranstaltungen und alles auf einer schwimmenden Plattform errichtet. Dieser Ort scheint nur in einem Traumzustand möglich zu sein. Zuerst wegen seiner schwer zu identifizierenden Natur. Ist es ein Wasserfall? Ein Kranschwebegang? Eine Aussichtsterrasse? Wer weiß das schon?
Wenn es um gigantische Sehenswürdigkeiten geht, wird es nicht größer als das hier. Ich weiß, was Sie sagen werden. Dieser Ort ist nicht echt. Und ich würde Ihnen zustimmen, wenn ich nicht recherchiert hätte und herausgefunden hätte, dass dieser Ort Guangdongs höchster Sky Corridor Waterfall Walkway genannt wird. Und glauben Sie mir, er ist real. Dieser gigantische, schlägerähnliche Steg am Himmel hat auf meiner Awesome-Skala 5 Sterne erhalten. Über einer Schlucht in Qingyuan erbaut, ist dieser Ort ein Genuss für jeden, der ikonische und scheinbar unmögliche Architektur liebt. Und das Beste daran? Die Konstruktion hat hunderte von Wasserdüsen, die den Effekt eines großen Wasserfalls simulieren. Nachts wird das Wasser beleuchtet und eine Playlist-orientierte Lichtshow findet statt. Vergessen Sie Fantasia. Hier lebt die Magie. Und was haben wir hier? Wenn Sie Star Wars gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich ähnliche Bilder wie dieses gesehen. Schwebende Fahrzeugplattformen, um schwebende Autos anzudocken. Während unsere Visionen von zukünftigen Städten oft so ähnlich aussehen, stellt sich Elon Musk ein völlig anderes futuristisches Transportsystem vor. Anstatt über der Erde zu bleiben, glaubt er, dass wir weiter unterirdisch graben sollten. Er nennt sein Transportunternehmen The Boring Company, Wortspiel beabsichtigt. Und er testet bereits selbstfahrende Tesla-Autos, um so schnell wie möglich in den von ihm geplanten Strecken zu fahren. Angenommen, Sie gingen, um einen herrlichen Sommerurlaub zu genießen. An Ihrem letzten Tag packten Sie alles ein und machten sich auf den Weg zum Flughafen. Aber eine Stunde vor dem Einsteigen wurde Ihr Flug storniert. Diese Situation würde jeden verärgern, aber dank der Einzigartigkeit dieses Flughafens waren Sie tatsächlich aufgeregt, mehr Zeit zu haben, um ihn zu erkunden. Die Architekten dieses Ortes schafften es, einen zauberhaften tropischen Wald in ein Flughafengebäude zu integrieren. Er ist voll von künstlichen Wasserfällen und Boulevards mit dem üppigsten Grün, das Sie je in Innenräumen gesehen haben. Natürlich ist die Hauptattraktion der Wasserfall. Er funktioniert wie ein herabstürzender Wassertrichter, der 40 Meter vom Kern des Gebäudes herabfällt. Meine Frage an Sie ist: Ist dieser Ort real oder nicht? Ja, Sie können darauf wetten, dass er echt ist. Sie blicken auf den Singapore Changi Airport. Ich würde leicht sagen, dass KI sich das ausgedacht hat. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch ein Labyrinth von Höhlen, das mit jeder Minute dunkler wird. Sie befinden sich 45 Meter unter der Erde. Es ist stockdunkel. Plötzlich sieht es aus, als ob eine magische Kraft damit begonnen hätte, kleine blinkende blaue Lichter einzuschalten. Hunderte, ja Tausende von ihnen. Bis es aussieht, als befänden sie sich innerhalb einer fremden Galaxie. Würden Sie sagen, das ist echt? Zum Glück für uns Menschen existiert dieser Ort und befindet sich in Neuseeland. Die Waitomo-Höhlen sind berühmt für ihre Glühwürmchen, die für dieses wunderbare Phänomen verantwortlich sind. Punkte für die Erde dafür, dass sie diese Schönheit erschaffen hat. Hey, KI, kannst du mir zeigen, wie ein günstiges, nachhaltiges und gemütliches Ein-Personen-Haus in 20 Jahren aussehen würde? Okay, das sieht interessant aus. Es wirkt funktional und stilvoll zugleich. Was wäre, wenn ich dich bitten würde, es wie ein Ei aussehen zu lassen? Nun, dann hat das System vielleicht einen Fehler, oder? Dieses real existierende Ei-Haus ist ein Lob an die menschliche Einfallsreichtum. Ich meine, kannst du glauben, dass jemand auf diese Idee gekommen ist? Man muss die Menschen einfach lieben. Ein 24-jähriger Architekturstudent hat beschlossen, das zu bauen, was er Schlafkapsel nennt, und es mitten auf dem Bürgersteig zu platzieren. Die Kapsel bietet genug Platz für ein Bett, einen Wassertank und ein kleines Nachttischchen. Überall auf der Kapsel sind Grassamen gepflanzt, sodass Regen und Sonne es mit der Zeit in eine üppige grüne Kapsel verwandeln werden. Ich meine, ich glaube kaum, dass KI jemals solch ein kreatives Unterfangen übertreffen könnte. Zum Abschluss dieser Erkundung, wie wäre es mit einem weiteren Rätsel? Das ist die Art von Ort, den man besucht und sich denkt: Ich war noch nie an einem so schönen Ort wie diesem. Es ist so perfekt, dass es unwirklich aussieht. Nun, meine Freunde, das liegt daran, dass er nicht real ist. Natürlich ist KI von der echten Natur unserer Welt inspiriert. Aber dieser Ort hier existiert nur in Datenform in irgendeinem Cloud-Speicher. Oh Schreck!